So, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Heart Gold. Die letzte Aufnahme ist ja jetzt schon ein bisschen her. Und zwar vor fast einer Woche. Heute ist nämlich hier Dienstag, 7:56 Uhr. Und ich dachte, wenn man eh Zeit hat, weil ich habe ja sonst nichts mit meinem Leben anzufangen, dann mache ich doch einen neuen Part. Ja, und das mache ich jetzt dann auch. So, jetzt muss ich mich gerade noch mal orientieren. In der letzten Folge haben wir ja diese Poké-Athlon-Ding hier gemacht, wo wir so kläglich versagt hatten. Und diese Folge wollen wir in Nationalpark. Ja, jetzt ist übrigens auch Dienstag. Jetzt ist der Käfer-Turniertyp auch da, ne? Das ist schön. Okay, die sind immer noch unglaublich unterlevelt. Das ist nicht so schön. Okay, ja. Okay. Ich glaube, da brauche ich den hier vorne, wenn ich ihn mitnehmen will. Okay. Ja, dann würde ich auch sagen, schauen wir doch mal ins Käferturnier, ne? Weil wir haben ja sonst gerade eigentlich nichts zu tun. So, heute ist Dienstag. Ja, das ist schön. Das heißt, heute findet das Käferturnier statt. Die Regeln sind einfach. Fange ein Käfer-Pokémon mit einem deiner eigenen Pokémon. Ja. Das Käfer-Pokémon wird dann von der Jury bewertet. Möchtest du es versuchen? Jawohl. Oh, du hast aber mehr als ein Pokémon dabei. In diesem Fall nimmt dein erstes Team-Pokémon Feulix am Turnier teil. Jo, damit bin ich einverstanden. Deswegen habe ich es auch vorgewechselt. Okay, passen auf die anderen Pokémon auf. Und ich bekomme 20 Turnierbälle. 20 Minuten Zeit. Keine Turnierbälle mehr habe, ist es aus. Letzte Pokémon, was man fängt, darf man behalten. Okay. Ja, dann würde ich auch sagen, schauen wir mal in den Nationalpark, ne? Was gibt es denn hier? Ein Hornliu. Ach Mensch, das ist ja nett. Das ist ja hier fast eine Glut würdig. Ui, Hornliu, aber auf Level 15. Kann man sich auch nicht beschweren. So. Einmal weg. Oh, Hornle möchten wir dann noch nicht ganz. Das ist. Bitte nicht. Safcon. Ja, Level 9. Ach Mensch. Wow. Toll. Wird ja immer besser. Du bist aber auch nicht ganz das, was ich suche. Was haben wir denn als nächstes? Sichlor! Level 14! Das muss ich zugeben, ist schon mehr, was ich suche. Mal gucken, ob es den Ruckzuck-Hieb überlebt. Ja, ihn überlebt's. Okay. Das pumpt sich auf. Ja, ich hoffe mal, das sollte uns hier keine Probleme bereiten. Hoffe ich mal. Oh, ein Volltreffer. Ja, das geht. Gut, dann wollen wir doch mal uns dieses Sichlor hier kredenzen, ne? Oh, ach Mensch. Gleich so schüchtern. Ey. Ist das so, ja? Dann müsstest du doch hier mal bitte einen Ball. Ach, jetzt komm. Sichlor. Please stop. Ja, es ist ein bisschen ungünstig, ne, weil. Es weigert sich ja partout reinzugehen. Oi. Ja, das ist blöd. Tja, Sichlor so weit, so gut. 374 immerhin. Tja. Ich habe so das Gefühl, unser Vieh darf dabei nicht sonderlich Schaden kassieren. Oder? Weil das ist ja jetzt hier so ein bisschen tot.
Aber das können wir auch nicht heilen, oder was? Ja, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Ach lol. Ach komm, das ist ja blöd. Das heißt, wenn das Sichtler uns hier nach allen Regeln der Kunst auseinandernimmt, dann können wir überhaupt nichts machen. Ja toll. Das ist ja ein bisschen blöd jetzt. Ich will aber eigentlich hier schon so ein Sichlor. Das wäre eigentlich schon ganz pralle. Ja. Ne? Ich weiß, ob wir dann überhaupt noch weiter was fangen wollen. Ich meine. Ne? Er ist ja jetzt nicht so der Hauptgewinn. Wenn unser Vieh hier halt tot ist, das ist, macht mir weniger Spaß. Müssen wir jetzt hier so passiv mitleveln, oder? Mitteilen. Oder ich habe einfach nur eine Möglichkeit übersehen, wie man sich hier drin heilen kann, aber ich wüsste jetzt nicht wie. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Naja, dann nehmen wir einfach noch ein paar Viecher auseinander. Ich meine, wir haben es ja. Uiuiui. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Aber nur so ein bisschen, warte, ich guck mal, ob man hier vielleicht seine Pokémon doch heilen kann. Weil dann hätte ich wenigstens hier. Nee, kann man. Nee, schaut nicht so aus. Ja, das ist ja jetzt ein bisschen blöd geregelt. Muss ich jetzt mal zugeben, weil ich. Würde es jetzt hier schon so ein bisschen. Gerne mal, ne? Aber gut. Da kann man jetzt wohl nichts machen. Du sammelst Käfer-Pokémon, okay. Ach Mensch, da begegnet man dann schon mal so einem Sichlor und dann begegnet man gleich nochmal einem. Das ist ja schön. Schau mal, Sichlor. Oh, das ist ja praktisch. Ich werde sehr verbunden, wenn du jetzt reingehen möchtest, wolltest, würdest. Oh ja, oh, 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 sehr nice. Ja, geht doch. Ist doch gar kein Problem. Haben wir einen Sichlor, ne? Das ist ja cool. Ja, richtig Premium. Sichlor, Käferflug, es bewegt sich mit seinen Sensen so schnell durch das Gras, dass es kein Mensch sehen kann. Ja, sehr nice. Haben wir einen Sichlor. Ich würde sagen, das behalten wir auch soweit, weil ich meine, wir sind jetzt eh hier kurz vorm Nervenzusammenbruch. Also unser Pokémon. Und großartig was fangen können wir sowieso nicht mehr, dann würde ich mich einfach hier noch so ein bisschen durchschnetzeln, da ist ja doch recht schön zum Leveln. Muss ich jetzt mal so behaupten. Oder wollen wir das Käferturnier gleich hier beenden? Ich weiß ja nicht. Ich finde, das ist eigentlich ganz angenehm zu leveln. Ja, das ist eigentlich relativ angenehm zu leveln hier. Kriegt man richtig schön XP, du. Kann man sich nicht beschweren. Ja, wenn man nicht gerade einem Raupi auf Level 17 über den Weg läuft. Alter. Boah, ich bin so versucht, das jetzt zu fangen, ne, aber. Ist halt doch nur Level 17. Raupi Level 17, Alter. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Wieso kann mein Sichlor nicht auf Level 17 sein? Na, ah, Mensch. Was kannst du eigentlich? Ach, kann ich ja gar nicht anklicken. Ja, müssen wir danach gucken, was es kann, wa? Was haben wir denn hier? Ein Paras. Ja, das haben wir ja schon. Das ist jetzt weniger attraktiv. Aber würde ich sagen, gluten wir uns hier einfach noch so ein bisschen durch. Ja, weg damit. Heilen wir uns auch schön, schön hinterher. Mit unserem Sägesang. So, 140 EP. Und einmal gleich nochmal, aber auf Level 17, oh Gott.
Ich hätte auch gern jetzt eins auf Level 17. Ich meine, Dr. Bob ist jetzt auch nicht so der Überflieger mit seinem Level. Da hätte ich das Paras auf Level 17 schon ganz gern. Muss ich mal so zugeben. Aber ich denke, wir werden jetzt nur noch zuschlagen, wenn uns jetzt zufällig ein Siechler auf Level 17 über den Weg läuft. Weil das wäre dann eigentlich schon ganz praktisch. Muss ich mal so sagen. Nee, keine Musik. Wird gekämpft. Robby Level 13. Okay. Ja, guck mal, hallo. Ja, einmal Glut, bitte. Das war's auch schon mit unserem Raupi. So, M98 hier für dich. Die Frage ist, ob wir Dr. Bob jetzt überhaupt noch weiter trainieren, wenn wir jetzt einen Sichlor haben. Das ist ja eh viel cooler eigentlich. Tut mir leid, dass ich hier gerade unnötig den Part strecke mit Käferschnetzeln, aber ich finde das gerade ultra geil, dass die hier alle so Level schieß mich tot sind und du da XP kriegst wie solche. Und ich würde vielleicht schon gerne nochmal ein Sichlor finden, was Level 17 wäre. Das wäre ganz cool. Aber hier in dem Gras findet man irgendwie nicht so die Premium-Viecher. Ne, hier ist nur hier das kleine Gewürm. Jetzt sollten wir nochmal ins untere Gras gehen. Pinsir ist mir übrigens auch noch gar nicht begegnet. Das war eigentlich auch ganz cool, so Pinsir. Aber wir können ja nur eins mitnehmen, ne? Um Käferturnier. So. Ein Smetbo. Smetbo ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Schaut halt ultra cool aus. Finde ich. So, Level 23. Das geht hier flott. Mensch, Feulix überlevelt so dermaßen. Das ist nicht mehr schön. So. Einmal Level 23. Mensch, da habe ich aber einiges zu tun dann mit meinen Pokémon. Wobei ich hier mit Feulix natürlich auch die relativ gute Partie habe, ne? Mit so einem Feuer-Pokémon kann ich mich ja schön durchgluten, aber ich glaube, die Sichlors hier sind so ein bisschen bedient worden. Ich glaube, die haben ja keine Lust mehr auf mich. Ich würde sagen, zwei Pokémon schauen wir uns noch an und dann machen wir mal Schluss, ne? Oh, Bibor! Ach, guck mal. Bibor ist natürlich auch cool. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. So, Bibor wäre auch nicht schlecht, ne? Aber du gibst bestimmt... Oh, du... Du verträgst ein bisschen mehr. Habe ich so das Gefühl. So. Einmal damit. Weg. Ach, Mensch. Das Käferturnier, das lohnt sich ja ziemlich, Menschenskinder. Mit allen Pokémon schauen wir uns noch an. So, was bist du noch? Und dann... Okay, du bist nur ein Kukuna. Aber immerhin bist du ein Kukuna. Was ist eigentlich die nächste Arena? Das ist, was war denn das? Geist, glaube ich. Ja, okay, da bringt mir jetzt mein Feulix dann auch nichts, aber... Mein Gott, besser als nichts. Gut. Ja, dann würde ich aber sagen... machen wir mal Schluss. Ist das hier, wenn ich hier raus... Du hast noch 10 Minuten... möchtest du jetzt aufhören? Ja? Gut, dann warte bitte auf die Bekanntgabe der Sieger. Okay. Was haben wir denn hier? Wir bewerten jetzt die gefangenen Pokémon. Die Gewinner stehen fest. Bist du bereit? Auf dem dritten Platz, Pokéfan Wilhelm. Pokéfan, nicht Fan. Mit einem Paras. Okay. Dann bin ich ja zuversichtlich, wenn er nur ein Paras hat. 249. Ach nö. Ach komm. Ich hab doch einen Sichlor. Ja, auf dem zweiten Platz, Brain mit einem Sichlor. Ah, hätte ich ruhig Erster werden können, also. Und ein Punktestand von 256. Und der erste Platz beim Käferturnier geht an Camper Till mit einem Smetbo. Aber ich habe einen Sichlor gefangen. Sichlor ist doch... Och. 282. Ewigstein.
Das Problem ist, hier kriegt man ja als ersten Preis die ganzen Entwicklungssteine und so. Die ganzen Entwicklungssteine, und die sind ja dann schon ein bisschen praktisch. Und ich kann ja hier nicht nochmal rein, weil dann müsste ich ja ein Pokémon fangen und das geht ja nicht auf der Route. Ach Mensch, hab ich einen Sichlor gefangen, na egal. Wie nennen wir dich denn? Oh Gott. Ich habe gerade das Bedürfnis, dich Rolf zu nennen, aber du bist weiblich. Wie nennen wir dich denn dann? Oh Gott. Oh Gott. Wie nennt man denn ein Sichlor? Ich habe überhaupt keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Kai Pflaume? Ich weiß nicht. Rolfina? Nö, eigentlich nicht. Ach, wie nennen wir dich denn? Mensch, Sichlor, mach's mir doch nicht so schwer. Oh, das muss ich bestimmt alles wieder rausschneiden. Ui. Mir fällt aber auch so nichts ein, ne? Ach, herrje. Versuch gerade hier panisch irgendwelche Namen zu assoziieren. Aber irgendwie weiß ja nicht. Möcht hier gerade nichts so wirklich passen. Wie schaust denn aus? Nee, das wird aber nicht reinpassen. Ach Gott. Oh Gott. Benennen Sie jetzt einfach. Frau Erndt. Weil sie Sicheln hat und ne, weiblich ist. Das ist total bescheuert. Wenn mir noch ein besserer Name einfällt, dann werde ich sie von ihrem Leid erlösen, würde ich mal sagen. Bei den Dukatzer ist ja eh so ein Namensheini. So, guten Tag, Annette hier. Hallo Tanja, wie geht's? Ich bin nicht Tanja. Ja. Merkwürdig. So, dann wollen wir doch mal. Also gut, ich würde jetzt aber sagen, warte, wie viel Aufnahmezeit haben wir denn jetzt schon hier rausgeschlagen? 18 Minuten 35, ja, das trifft sich ganz gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch die Frau Erndt ins Team, oder? Die Frage ist, für wen? Ach, und der hat ein Item dabei, fällt mir gerade so auf. Die Frage ist, ob dieses Item auch was bringt. So, du kannst hier nur Kratzer, Stachelspuren, ganzen Quark. Also nichts, was er nicht auch könnte. So, dich brauchen wir noch. Dich könnten wir auch noch brauchen. Ja, dann würde ich aber sagen, hauen wir doch den Dr. Bob für die Frau Erndt raus. Oder wie auch immer wir sie dann nennen werden. Und dann gehen wir noch mal kurz zum Rechner und dann tauschen wir die aus und dann sind wir glücklich. Apropos, du hattest ja ein Item, ne? Hier, Dr. Bob, gib doch mal her. So, hier Item nehmen, danke. Muss man noch gucken, was der dann anstellt, der Minipilz. So. Hey, hier, einmal PC bitte. Einmal jemandes PC und einmal Pokémon bewegen. Und dann kommst du einmal mit. Und Dr. Bob kommt hier einmal raus. So, perfekt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.
Und ich werde jetzt in der Zwischenzeit, wo ich nichts, oder wo ich gerade nichts aufnehme, weil ich werde jetzt dann später wahrscheinlich nochmal was aufnehmen, so einen kleinen Part. Aber in der Zwischenzeit, weil es gerade morgen ist und ich nichts zu tun habe und unsere Pokémon gerade furchtbar unterlevelt sind und wir beim Arena-Leiter ja immer furchtbar federn lassen müssen, ne? Whirlwind und so. Würde ich sagen, trainiere ich die doch mal einheitlich vielleicht auf Level 18. Und dann sehen wir uns wieder, wenn die auf Level 18 sind, weil das ganze Trainiere, rumgetrainiere, möchte ich euch doch wirklich im Part ersparen, weil das hat ja auch hier keinen Sinn, wenn ich die da rumtrainiere und hier ewig Parts verschwende. Und dann würde ich sagen, ich werde euch dann nur kurz vielleicht hier zusammenfassen, ob sich jemand entwickelt hat oder eine Attacke bekommen oder gestorben ist oder wie auch immer. Und dann sehen wir uns wieder, wenn die Level 18 sind. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part, wenn wir uns dann jenseits des Nationalparks umschauen. So, jetzt habe ich hier furchtbar lang gequatscht. Darum würde ich sagen, einfach bis zum nächsten Mal. Ciao.